Passt, genau, YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 auf der Rehbach im True Farming 2 Projekt. Ja, zusammen hier mit dem McManus und den anderen aus dem Team in der Challenge. Ich hab zu spät die Aufnahmetaste gedrückt, aber hey. Oh nein. Nochmal. Hallo. Es geht ja. Nee, mach. Alles gut. Ich starte los. Alles klar. Und go. Er hatte doch den Motor schon an der Sack. Der hat die ganze Zeit drin gesessen. Das ist ein Hundling wirklich. So, alle Leute, die ihr Fahrzeuge besetzen, gehen wir vorne mit Abi. Und fahren denen quasi hinterher. Freie Wegwahl, gell? Ich würde aber bitte dingsen, dass ihr quasi nebeneinander fahrt. Ist lustiger. Jo. Oh, wenn die losfahren, dann muss ich jetzt hier aber weg. Hilfe. Oh Gott. Boah, das sieht aus, das wackelt schon bei mir, ey. Wie so ein Jenga-Turm, ey. Die ziehen immer los, Alter. Ich kann nicht mehr. Ey, roter Wagen, mach da keinen Scheiß. Nein, hätte ich auch nicht, keine Sorge. Ich wäre ja nicht vorweggefahren. Ich glaube, ein Ball wird mir runterfallen. Wenn ihr nicht mehr bedenken, die Ladungssicherung ist bei Ihnen beiden nicht vorhanden, das heißt, es gibt eine Anzeige danach, aber die erste mit Challenge, gell? Danke, Kalle. Da hast du aber leckere Chips im Auto. Dammit! Da glaubst du aber. Was machst du? Wir haben einen Verlust eines Ballens. Er blockt mich. Der Sack! Moment, hier ist eng. Das tust du nicht. Herr Schmidt, beobachten Sie mal den Herrn Pech. Ja. Haben Sie mit dem über meine Pferde gefahren. Ey, was soll denn das? Verpisst euch doch mal hier. Ich muss zu den Ballen ziehen ab. Was ist das für ein Ton hier? Aber hallo, ey. Beherrsch dich mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann das nicht mehr. War so klar, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Meinst du, Kalle, sollen wir hier mal kurz anhalten? Wegen deiner schwachen Blase? Ja. Bin seit 13 Stunden live und die machen so einen Scheiß hier als Challenge, ey. Das kannst du keinem mehr erzählen. Warum ist das? Wir da jetzt nicht weiterfahren. Wie lange sind Sie jetzt schon quasi Landwirtschaft täglich, Herr Rosenberg? Heute schon 13 Stunden. Ach, das dauert zu lange. Nein, ich meine insgesamt Jahre technisch. In dieser Umgebung hier. 10? Dann erwarte ich mir auch, dass Sie nach 13 Stunden allerweil noch leistungsfähig sind, gell? Okay. Oh. Ja, der Herr Pech hat einen überragenden Vorsprung. Ja, fährt auch echt gut. Wobei man jetzt sagen muss, die Anhänger ist sehr gut aufgeladen, aber auch irgendwie nicht. Der hat ein bisschen Überbreite. Das kann ich nicht fassen. Das fasse ich nicht. Das fass ich einfach nicht. Wo geht denn hin? Also, was ist denn jetzt los? Ups. Okay. Der Pech hier drauf. Ich lieg irgendwie schätzt, ne? Ups. Ist mir mal wieder was passiert. Das ist so ein Dreckiger. Herr Lonzinger, der Herr Pech ist im Ziel. Ja, dann aufbauen, ne? Er muss eine Figur bauen. Muss ich für die Figur alle Ballen verbrauchen am Ende? Nein, es müssen alle Ballen unten sein, aber wie sie ihre Figur bauen, liegt bei ihnen. Also kann die erste anders aussehen als die zweite? Es soll einfach eine schöne Figur sein. Und am besten hier hinten vor dem schönen Ortseingangsschild, damit das auch schön, ne, aussieht, wir haben Erntedank. Und auch nicht nur mit ein, zwei Ballen, so einen lustlosen Scheiß, sondern es wird natürlich auch noch die Kreativität und die Schönheit und Ästhetik bewertet, gell? Ja. Was? Ja. Die Kara und ich werden das dann gleich schön bewerten mit dem Herrn Lonzinger zusammen. Herr Rosenberg, wie schaut's aus bei Ihnen? Wunderbärchen. Ich habe mich auch wieder aufgestellt, wie Sie schon gesehen haben. Ja. Ja. Hatte ich spontan Lust, rückwärts zu fahren bis in die Anhänger. Ich habe es dann doch nicht gemacht.
Ach ja, und für die Zuschauer, die jetzt gerade schon vor Ort sind, da auf der Bank unter dem Baum steht ein Kasten. Oh ja, wo? Wo? Immer umdrehen, wo Alter. Hier oh, schön, ja. Dass man das sieht, dass das ganze Dank ist bei uns. Doch, wunderbar. Danke, Emma. Danke, Frau Dück. Bitte, ist von der Gemeinde gesponsert. Habt ihr ein Bier getrunken und ist wieder besoffen? Ich hab alles selber bezahlt. Ja, hab auch selber bezahlt, selber. Ja. Wo ist der? Hier fehlt noch einer. Wo ist der denn? Der kommt noch. Der hat unterwegs einen Band verloren. Los, Herrmann. Ich glaube, wir machen es der Fairness halber, liebe Bürger. Was sagen Sie? Mit allen Ballen muss man eine Figur bauen, oder? Ja, mit allen Ballen. Ja. Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann müssen alle Ballen verwendet werden, bis dass die Figur fertig ist. Der Sieger gibt einen Kasten aus. Der Sieger bezahlt den Schaden an meinem Polizeiauto. Ja, das auch zusätzlich. Nein, es gibt einen Preis. Sorry. Stand im Weg. Ja. Habe ich nicht im Rückfahrspiegel geguckt. Herr Donzinger, was macht denn der Auswien? Wie läuft der bei ihm? Polizeiauto demolieren. Okay. Mehr auch nicht. Ja gut. Wir schalten mal zum Herrn Lonzinger vorein. Herr Lonzinger, wie sieht's aus bei Herrn Rosenberg? Wie sieht da die Lage aus? Langsam weiterfahren? Nein, er lädt aktuell, also hier live vor Ort, er ist aktuell noch am Aufladen. Er hat auf jeden Fall das Begleitfahrzeug massivst beschädigt und versucht jetzt hier, glaube ich, die Regeln ein wenig zu dehnen. Das ist sehr interessant. Wir schauen mal, was die Leute sagen, wenn wir unten ankommen. Wir sind auf dem Weg. Okay, gut, dann wir machen mal eine Live-Reportage hier gerade vor Ort am Ortseingang von Rehbach. Und zwar, der Herr Pech hat schon zwei Quaderballen und ist jetzt mit einem Rundballen dran. Diesen, ja, na, was macht er? Er lässt ihn wieder auf runterfallen. Na, die Kreativität spielt ja auf jeden Fall eine große Rolle bei ihm. Ja, die Zuschauer sind auch hellauf begeistert, wie ich sehe. Zwei Pferde sind da. Der Schmidt ist da, der Herr Klein ist da, der Herr Röhrig ist da, er steht auf einem Auto. Ja, mal gucken. Der Herr Pechill hat den Rundballen genommen und versucht ihn jetzt aufzustellen. Aber die Kreativität ist echt bei ihm gut dran auf jeden Fall. Soll ein sitzendes Männchen sein. Ah! Weißt du, wie so ein Teddybär. Mal gucken, ob das funktioniert. Ihr habt live gehört, ne, Leute? Es soll ein Teddybär werden. Mal schauen. Na, er hat ihn abgesetzt. Und fährt wieder zu seinem Anhänger rüber. Hoffe ich, dass das klappt, was ich vorhab, sonst gibt mir das ganze Scheiß um. Was denn? Steckt der Teddybär im Boden fest oder was? Das sind die Füße. Der sitzt doch, der streckt die Füße raus. Wir schalten mal wieder live zu meinem Lonzinger. Herr Lonzinger, wie sieht's aus? Wir sind auf der Zielgeraden, jetzt gerade beim Anfahren. Bitte mal achten, der Herr Rosenberg dehnt die Regeln. Einmal bitte gucken. Ach du Heiliger. Ja, wir sehen's schon live vor Ort. Ach, ja, also die Aussage war eigentlich klipp und klar vorhin, aber wir schauen uns das an. Da wird hier fast auch. Okay. Dann gebe ich mal wieder zurück. Ja, gut, dass ich die Kamera laufen habe. Also, der Teddybär, der wird auf jeden Fall. So, jetzt ist auch der Herr Rosenberg endlich angekommen und die restlichen Zuschauer. Aber Herr Rosenberg, da haben sie ihren Frontlader, gell? Mit dem, oder hier, wie hat die Scheißding? Teleskoplader. Ja, Teleskoplader, hier, mit dem müssen sie die bauen. Mit dem müssen sie bauen. Ja, ich muss ja wenigstens mal abladen hier. Da. Erste fertig. Okay, es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, meine Damen und Herren. Wo ist der? Ich wiederhole, ja, hinten das gelbe Teil da. Hier. Wo denn? Hier. Andere Richtung. Hier. Ich wiederhole, es müssen alle Ballen verwendet werden für das Gesamtkunstwerk, gell? Der Teddybär erinnert mich an meine Kindheit. Nee, für das Gesamtkunstwerk. Du musst doch zwei bauen, oder? Nee, ein mit den ganzen Ballen. Ein Kunstwerk mit den ganzen Ballen. Ach so, och Teppich. Lol. Das klappt dann so nicht. Zwei? Ja, weil es sollte nur noch am Ende einer gebaut werden, hat sie gesagt. Nee, wir haben die Regeln ein bisschen umgeschmissen, damit es fair bleibt für alle, dass wir alle Ballen verwenden. Das hat der Lonzinger sogar durchgesagt im Punkt. Aber zwei Bärchen sind ja auch ein Kunstwerk, oder? Ich wollte gerade sagen, Mann und Frau. Ja, wie gesagt, ein Gesamtkunstwerk muss es ergeben. Ja. Wenn es Mann und Frau wird, dann nehmen wir sie Röhrig und Lucy. Dreht sich nicht immer alles um dich, Röhrig. Da bin ich dagegen. Hermann und Lucy wäre viel besser.
Nein. Hallo? Das sind zwei Frauen und das ist einmal die Kara und die von Vic. Das ist aber lieb von dir. Das ist echt lieb. Herr Lonzinger. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, mir ist das Portemonnaie entwendet worden. Von wem? Von Rosenberg. Ich weiß es nicht so genau, aber der Herr Röhrig war relativ nah an mir dran die ganze Zeit. Herr Röhrig, haben Sie Ihr Portemonnaie eingesteckt? Nein, nur mein eigenes. Der Kleider wird gleich zugegangen. Niemals, sowas mache ich nicht. Ja, kommen Sie mal runter, da will ich mal durchsuchen, gell? Kommen Sie mal her, da. Nö, Sie dürfen mich nicht anfassen. Haben Sie eine Ahnung runter da? Aber nicht wieder so wie letztes Mal. Hinstellen. Nicht gewaltig werden. Hinstellen, umdrehen, Hände auf die Mutter habe. Ja, Moment. So, Stuhlprobe. Entschuldigung. So. Was? Aua! Das hat jetzt aber gepiept. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Was? Der Rosenberg ist mir zu ruhig. Kontrolliert den mal da bitte. Das ist wie so kleine Kinder. Wenn die lange alleine ruhig sind, dann haben sie Scheiße gebaut. Der Kleine ist das Ihr Portemonnaie. Ich hab die Kamera laufen, Guido. Ganz einmal. Da ist ja Ihr Ausweis drinnen. Da ist Ihr Portemonnaie, gell? Das ist auch mein Ausweis. Ich hab nichts gemacht. Dann hat er ihn wohl geklaut, der Herr Röhrig, ja? Nein! Müssen wir mal anzeigen. Das war aber knapp geklaut. Ich hab was vom Portemonnaie gehört. Wieso ist Ihr Portemonnaie auch weg? Nein, Kalle, du hast eben dein Portemonnaie verloren, dann habe ich dem Röhrig gegeben, der soll darauf aufpassen, bis du wieder da bist. Ach. Ah ja gut, dann hat sie so geklärt, best. Genau. Na, das ist ja nett. Dankeschön. Man merkt, dass der Röhrig wieder ein Bier geschnüffelt hat und der hat schon wieder Promille. Eins? Du meinst den Kasten? Ich hab dich im Auge, Jungchen. Kalle, ich mach sowas nicht. Also wie man genau sieht, Frau Dick, der Herr Rosenberg ist äußerst konzentriert, von dem hört man gar nichts mehr. Ja, der ist echt schwierig. So ja, was soll ich denn sagen hier? Ich überlege, was ich für den Kack hier baue. Wie fühlen Sie sich aktuell? Schlecht. Wie fühlen Sie diese Situation gerade, dass Sie unter Druck stehen, ein Mannequin bauen müssen auf mit so vielen Ballen? Wirklich nicht, stehen Sie wirklich nicht unter Druck, wirklich nicht. Wenig, aber ich bin... Also stehen Sie unter Druck? Nein. Ja, Sie haben gerade gesagt, wenig. Herr Pech, wie fühlen Sie sich denn gerade? Mir geht's gut. Ich muss auch sagen, ich bin auch keine 11 Stunden schon am Arbeiten. Und ja, generell nie, ne? Also das werden Sie bei mir nie erleben. Ja. Das Problem ist aber auch, dass man halt auch sagen muss, der Herr ist seit 10 Jahren im Geschäft und dann zu wissen, dass am Freitag quasi unter Kameraaufnahmen eine normale Sache stattfinden wird, da ist man selber schuld, wenn man davon ausgeht, gell? Das stimmt. Wirklich. Herr Pech, wollen Sie, Herr Rosenberg, wollen Sie darauf antworten? Ich glaube nicht. Herr Rosenberg, Entschuldigung, möchten Sie darauf antworten? Nein. Warum? Warum denn? Ja, warum möchten Sie denn darauf nicht antworten? Warum soll ich denn? Ja, warum nicht? Kann ich mir noch ein paar Ballen von dem ausleihen da drüben? Nein. Brauchen wir aber noch mehr, ich habe jetzt die Beine. Da müssen Sie halt jetzt kreativ werden, wie Sie den Rest bauen. Oswin, geht's dir wirklich gut? Ja, sehr gut. Also ich finde, der Herr Pech ist wirklich entspannter als der Herr Rosenberg, oder Herr Lonzinger? Was sagen Sie? Ja, man merkt auf jeden Fall die Coolness beim Herrn Pech. Da wären fast zwei Ballen gefallen. Eieiei, da hat er... Ich frag mich nur gerade, was es beim Guido werden soll bei der zweiten Figur. Einfach überraschen lassen, die Erklärung kommt im Anschluss. Eine Ente, das sieht man doch. Ja, links der Bär, rechts Ente. Ja, links ist die Ente, der Ruf. Banause, du. Ja, das sieht man doch, mein Gott. Also die Relativität ist hier auf jeden Fall bei im Lauf gelassen. Ja, okay. Ich glaube, man muss das liegend anschauen. So? Ich erkläre es gleich, dann bist du schlauer. Okay. Da, so, der Herr Rosenberg hat den letzten Ballen, obwohl er zuletzt ins Ziel gekommen ist, oder angekommen ist, besser gesagt. Na, schafft der Herr Pech das noch, ihn zu... Fertig! Ey, der holt da nicht runter, oder? Oh, der hat den Kopf ein bisschen schief.
eher so abstrakte noch Kunst können, war. Noch können sie es ausgleichen, noch haben sie Zeit. Nee, ich bin fertig. Okay, wir lassen den Herrn Pech trotzdem noch zu Ende bauen. Ja, richtig, der Pech baut noch 10 Leben. Weil der Sieger wird ja gleich von 3 Leuten verkündet. Und außerdem, da er geschummelt hat, steht mir das ja wohl zu, oder? Geschummelt? Oh Gott, Achtung! Ja, der, wo hab ich denn geschummelt? Ja, die Ballen sollten auf den Anhänger hierher transportiert werden. Und wo du hier hinkamst, war der Ballen, aber... Und da hat einer bei den Regeln zugehört. Da war schon, ein Ballen, ja, auf deinen Dingen. Deswegen finde ich, da darf ich Ende bauen und dann, ja, schauen wir weiter. Wegen mir kannst du gleich zu Ende bauen. Ja, das ist aber nett von dir. Oh, der Herr Rosenberg setzt doch noch nach. Ja, ich will jetzt hier wenigstens das Ding doch gerade drauf. Bin sehr gespannt, wie das hätte eigentlich aussehen sollen. Eigentlich mit solchen riesigen Ballen, ey. Boah, Fernseher. Also, ich werde ihm sagen, da bin ich aber meine abstrakte Kunst ja auch noch besser am Ende. So, wir müssen das Ganze von der Straße anschauen. Dann alle mal anschauen. Ja, das wirklich, ne? Herr aber noch nicht, Frau Enterich, noch nichts, beim noch Fernsehen nicht gucken. Sagen, gell? Noch nicht sagen. Kalle? Ja. So, die beiden Kontrahenten bitte, danke, einmal ins Eck gehen und sich die Ohren zu halten, bitte. Ja. Beide. Ja, einen Moment. So, meine Herren und Damen, dann die Endauswertung über Ästhetik machen wir 3, aber grundsätzlich, welches Objekt finden Sie schöner nacheinander, bitte? Der Herr Rohrmüller, links oder rechts? Moment, ich schreib's mir direkt auf, Moment. Jawohl, Stichliste führen. Ja, Moment, Rosenberg oder Pech. So, einmal Pech oder Rosenberg sagen am besten. Ja, ja. Ja, Rosenberg. Okay. Dann der Herr Kachthaus. Definitiv Pech. Okay. Gut, dann unser Clown der Pole. Oleg! Tack. Was? Tack? Ja. Tack. Was ist denn Tack? Tack. Ja. Verstehe es nicht. Hä? Tack heißt ja. Einer versteht mich. Tack ist ja. Weißt du? Ja. Ja, was? Rechts oder links? Rosenberg oder Pech? Oder Pech? Ja. 3, 2, 1, Bolek, sagen. Rechts. Gut. Pech. Also Pech. Dann Rührig. Guck mal, ich bin im Fernsehen. Ja. Ja, also, ich würde sagen, ja, definitiv Pech. Okay, weiter. Gut, nochmal Pech. Dann haben wir der Herr Raden. Ich würde mich für den Herrn Rosenberg entscheiden. Okay. Gut, dann der Herr Ewald. Ich würde auch Rosenberg sagen. Okay, Gleichstand, weiter. Gut, dann der Herr Klein. Pech. Gut. Okay. Dann der Herr Schmidt. Rosenberg. Gut, dann die Frau Dück. Kreativität ist freien Lauf lassen beim Herrn Pech. Also Pech. Dann die Frau Grabowski. Ja, unter Kreativitätsaspekten muss ich tatsächlich auch sagen, Herr Pech. Herr Lonzinger! Also, ich muss sagen, vom Grundgedanken her war es der Rosenberg, aber die Kreativität mit Mandal und Weiberl vom Fernseher ist schon Wahnsinn. Also. Kann ich meine Stimme nochmal ändern? Ja, vielleicht. Was sagen Sie, Jury? Kann man die Stimme ändern? Eigentlich nicht mehr, oder? Nein, Stimme ist abgegeben. Ach, schade. Ich würde genauso wie bei Wahlen, sorry. Ich würde mich tatsächlich für die Kreativität entscheiden, ja. Kreativität, also rechts. Genau, dann, wenn wir jetzt sagen, grundsätzlich schöner, wer hat das Ganze professioneller umgesetzt? Haben wir noch mehr Stichliste, bitte? Wow. Ja, hab ich. Das war jetzt für... Professionalität, also ne, Souveränität, Professionalität, das Ganze mit Flow. Jetzt kommt das. Davor war Kreativität. Genau, davor war quasi Ästhetik, Kreativität und jetzt kommt Arbeitsablauf. Darf ja abstimmen, oder? Ach so! Ja, nein, Mann. Wo ist er denn? Ist er nochmal Wiesen?
Wo ist er denn? Wo bist du denn? Ja, wo da oben auf der Gabel. Ja. Oh, alles im Blick. Oh, ja, Gott, dann bitte nochmal Ästhetik, bitte. Ja, Ästhetik, auf jeden Fall, der Herr Pech. Okay. Okay. So, dann fangen wir von hinten an, Herr Kleiderer. Arbeitsablauf. Ey, was ist hier los? Ja, wir stimmen gerade ab. Ja, ihr seid fertig. Nein. Nein, und ich, Abwasch. Ja, mach Eier. Ja. Na, Challenge. So, weiter. Arbeitsablauf. Aha, Rosenberg. Okay. Gut. Klein. Ah, ne, Schmidt war. Schmidt. Nein. Egal. Schmidt. Pesch. Ja. Klein. Schwierig. Der Oswin war effizienter, ne? Eigentlich. Aber trotzdem, hier war der Pech schneller. Ich sag generell mal Pech. Von oben bis hier. Mit der ja, muss man sagen, eigentlich der Pech. Der hat nicht einen Ballen verloren, ne? Ja, und der ist auch gut. Rasant. Die klauen gerade ihr Auto, Herr Lonzinger. Ja, soll's machen. So, weiter, Frau Dück. Ich enthalte mich, ich war die ganze Zeit hier unten. Herr Krabowski, Sie waren auch hier, oder? Nee, ja, aber Sie müssten schon Stimmen abgeben, damit es ausgeglichen ist. Ja, so von der Professionalität her. Und hat hier keinen Ballen verloren. Also ja, okay. Muss ich genauso sagen. Von der Professionalität dann her auch. Stiche machen. Dann hab ich gerade. Rührig. Ja, ich würde auch Pech sagen, weil der hat keinen Ballen auf die Gabel gehabt. Okay. Perfekt. Kochthaus. Ich schließe mich den Vorrednern an. Auch Pech. Okay. Raden. Pech. Okay. Rohrmüller. Pech. Bolig? Ja, Pech. Sag mal, jetzt alle außer mich. Nee, ja, außer sie. Ich würde auch sagen Pech, weil der andere gemogelt. Also 10 zu 1. So, das andere? Boah. Was kam beim anderen raus? Was denn? Ja, wir haben jetzt zweimal. 8 zu 4. Für Pech oder für Ding? Ja, für Pech. Pech hat prinzipiell. Okay, dann, Moment. Oh mein Gott! Gibt's noch eine Kategorie? Nein. Das wird episch! Ich glaube, wir verlassen alle das Dorf. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Da, mal, ey, komm, ich möchte, mal darf ich danach nochmal mit etwas mehr Kraft vielleicht nochmal also so bauen, wie ich es mir perfekt vorgestellt hätte? Kann man machen, ja. Okay, gut. Aber so. Gut, kommen Sie mal zu mir da kurz. Ein Foto. Nein, die Frau Dück verkündet es, aber ich sag kurz, nach was wir bewertet haben, ja. Okay. Also es gab zwei Bewertungskriterien, die unabhängig voneinander in die einfließen. Das ist einmal die Ästhetik und Kreativität. Warte, Kalle. Und einmal der Arbeitsablauf bzw. der Flow bei dem Ganzen. So, Frau Dick, Sie dürfen. So, also, meine Lieben. Also, Herr Rosenberg, gestellen Sie sich mal zu Ihrem und Herr Pech zu Ihrem. Danke. Zeig mal her. So, meine Lieben. Also, bei Professionalität, Flow, Kreativität, bei Kategorie 1. Kommst aber was du auch noch gebracht. Ästhetik bitte? Und Kreativität ist die erste. Tut mir leid, ja. Ästhetik. Tut mir leid. Da hat der Herr Trommelwirbel. Kann einer Trommelwirbel machen? Pech gewonnen! Juhu! Mit wie bei viel was? Bitte? Bei was für eine. Bei Kreativität? Kreativität und Ästhetik. Also hätte ich die beiden einfach nur hinschmeißen brauchen oder was? Ja, dann wäre ich der Kreativere gewesen. Er hat ausgedacht, er hat Männlein und Weiblein vor den Fernseher gesetzt. Oh mein Gott. Und sie haben. War ja auch Aufgabe. Aufgabe war ja auch, eine Frau und einen Mann zu machen, die vor dem Fernseher sitzen. Die Aufgabe war, ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen. So, und die Abstimmung war von allen Bürgern, die jetzt gerade aktuell vor Ort sind, 8 zu 4. Für den Herrn Pech. 8 zu 4. Warte mal, für mich? Ja, ja. Bravo. 8 zu 4. Bravo! Ja. Bravo! Oh, dann noch so. Die zweite Kategorie. Genau. Also ja, kommt die noch, oder? Ja. Sie wollten noch ansprechen, was das für eine Kategorie ist. Achso, ja, also Flow und Arbeitsablauf quasi. Regeln halten und sowas, wie der generelle Flow war, wie das Aufladen war. Wie das hier hinfahren war. Genau. So, ich brauche noch mal einen Trommelwirbel. Juhu. 10 zu 1 für den Herrn Pech. Juhu. 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 Juhu.
So, das heißt, der Gesamtsieg geht an den? Kein Pech. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön, mir fehlen die Worte. Bravo. So, Sie dürfen, ja, sich als, Bravo. Sie dürfen sich als Belohnung ein Gutel aus meiner Schüssel holen. Na, Schmarrn. Ich muss weg. Das war ein Witz, gell? So, der Sieger, die Frau Dück, was, also, ihr gesagt, ein Gutschein oder so, gell? Ja, ein Gutschein von der Gemeinde, oder? Wir müssen uns, ja, wir müssen also den noch fertig machen, aber es gibt einen Gutschein von der Gemeinde. Ah, cool. Genau, ja? Im Wert von 10.000 Euro. Ja. Gutschein für was? Ja, das müssen wir noch fertig machen. Der muss noch geschrieben werden. Für eine Verwendung freier Wahl. Genau. Aber keine da werden keine Strafzettel mitzahlt. Ah, verdammt, ich wollte gerade sagen, ich zahle damit meinen Strafzettel. Nein, da werden auch keine Reichsteuern mitbezahlt. So, man muss auch dazu sagen, Herr Rosenberg, Sie haben natürlich massivst Sympathien verloren, als Sie quasi die Regeln gebeugt haben, gell? Weil ich den Ballen in den Gabel transportiert habe? War am Anfang welche? Ja, die Aussage war am Anfang, man soll eine Figur bauen. Nein, und dass alle Ballen auf den Anhängern hier runter transportiert werden. Ah, und dass alle Ballen, okay. Das haben wir vorhin gesagt. Also ist das ja auch falsch, oder? Wieso? Alle Ballen sind auf dem Anhänger runter transportiert worden sind. Ja, aber eine Figur? Ein Gesamtkunstwerk. Herr Rosenberg, warum sind Sie nicht so? Nein, ich bin da nicht so. Ich freue mich doch. Ist doch gut. Ist doch wunderbar. Aber ist alles gut? Ja, Sie haben halt die Regeln gebeugt. Ich habe die Regeln gebeugt. Okay. Oswin, man muss auch mal fünfmal gesagt, Sie hätten einfach anhalten können und aufladen können. Ist okay. Also, Oswin, mich hat am meisten bei dir gestört, dass du keinen Beilenspieß benutzt hast. Ja, die habe ich vergeblich gesucht, aber das nächste Mal werde ich mich verbessern, Herr Klein. Ja, ja, dann Herr Rosenberg, Sie wollten doch noch bauen. Kalle, ich habe hinten noch eine Ladefläche für dich. Oh, so. Dann zeigen Sie mal her. Der Bruch ist real. So, meine Lieben, also, aber damit, das war's mit der, ja, mit der kleinen Challenge. Ach. Ja, wunderbar. Challenge Time ist beendet. Dann können wir ja weitergehen, nicht? Rosenberg, willst du noch bauen oder fahren wir jetzt nach Hause und machen Feierabend? Ich mache jetzt Feierabend und dann baue ich. Alles klar. Unterm Baum steht gut. auf der Bank noch was zu trinken. Ich hatte verstanden, Herr Lonzinger, ich hatte verstanden, dass die Ballen mit dem Gespann transportiert werden müssen. Da hatte ich gedacht, das geht klar, aber Entschuldigung, da habe ich nicht richtig hingehört. Das Problem ist, wenn man jetzt sagt, auf den Anhängern transportiert werden muss, dann ist das halt schwierig. Gell? Da habe ich nicht richtig hingehört, Herr Lonzinger. Da haben Sie wohl nicht zugehört, ja. Da hatte ich Kommunikationsfehler. Meistens das öfter machen. Jetzt sei doch mal ein guter Verlierer, Mensch. Hä, ich bin doch kein schlechter Verlierer, ist alles gut. Ja, dann hör doch auf hier rum zu kamellen und bau deine Figur. Ich höre dieses Ding in seiner Stimme. Nein, null. Null. Was denn? Hab ich da gerade Mimimi gehört? Nein. Alles gut. Ich weiß, dass ich, wenn jetzt abmoderieren muss. Aber Herr Rosenberg, Sie wollten noch irgendwas nach der Verkündung noch erzählen. Nee, nichts mehr erzählen. Und Sie hätten gekränkt. Wollen Sie sich dazu äußern? Nein, jetzt hör doch auf, mich alle deswegen voll zu labern. Ich bin nicht gekränkt. Es ist wirklich gut. Also, Oswin, wenn du reden willst oder dich ausweinen willst, meine Schulter ist immer für dich da. Da haben wir doch in der Gemeinde eine super Therapeutin, die kann Ihnen auch helfen. Ja, die ist gut. Aber so, moderieren wir ab jetzt hier. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall bei McManus vorbei, schaut bei dem True Farming Side-Kanal vorbei und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.